Gemeinsam mit unseren Kollegen von BSE haben wir in einer Microsoft-Umgebung die QCheck-App entwickelt. Seit Anfang Mai wird sie als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit FTS-Teams aus St. Gallen, in Wiel, Oftringen, der Romandie und dem Tessin eingesetzt. Öffnet man die App, ist die Navigation schnell nachvollziehbar. Links sind die offenen Projekte aufgelistet. Im oberen Bereich der rechten Seite sieht man die Daten des ausgewählten Projektes und darunter die dazugehörigen Checklisten. Je nachdem, in welcher Phase sich das Bauprojekt befindet, ist die entsprechende QCheck-Kategorie auszuwählen. Dann muss der Monteur die ausgewählte Checkliste durcharbeiten. Es ist sofort ersichtlich, um welche Schritte es sich handelt und wo und wie viele Bilder notwendig sind. Die Daten der App werden täglich mit dem Planungstool PPS synchronisiert. Ho l'applicazione installata sul mio tablet e quando ho finito il mio lavoro la apro e comincio con i controlli. Hier im Standort Ciubiasco haben wir unsere Bauleiterin Carolina, Bauleiterin FTS. Sie und ihr Team verwenden diese QS-App. Carolina, was meinst du von dieser QS-App? La nuova applicazione ci permette di vedere a prima vista in che fase del progetto siamo e soprattutto di vedere se ci sono dei punti dove intervenire. Non sali minuto è terminato. Patrick ha completato tutti i passaggi nell'applicazione. Tutto era corretto ed è stato tutto approvato.